Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und nun doch schon wieder eine Begrüßung aus dem Menü. Wieder sind wir in die Rolle von Ciri geschlüpft. Diesmal kämpfen wir gegen einen Basilisken an der Seite des blutigen Barons. Ich meine mich zu erinnern, das war am Ende dieses Wettrennens. Da haben wir, glaube ich, Ciri zuletzt verlassen und da wurde die Gemeinschaft hier überrascht. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir das hier machen können am besten. Mal mit dich, die Bäume! Versteckt euch in den Bäumen! Was? In den Bäumen versteckt? Ah, okay. Das ist Brustviech. Okay, wir haben natürlich jetzt keine Armbrust. Oder? Ne, wir haben ja nichts. Wir müssen warten, bis es wieder landet. Wo ist es? Es ist schwer zu sehen. Okay, es hat uns einmal erwischt. Ja, wir verlieren leider gerade Leben. Wir haben, glaube ich, auch keine Form von Heilung. Aber es ist schon fast halb runter. Shit. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Schaden in Kauf genommen. War vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ah, ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen Leben bekommen. Kleine Kampfpause, aber jetzt ist es hier. Jawohl. Mann, das ist der verdammt Turm. Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Okay, wir müssen zur Turmspitze. Wir haben das letzte Mal mit Geralt. Ah! Da haben wir nicht rausgekriegt, wie wir hier hochkommen. Ciri hat andere Möglichkeiten als Geralt. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Du hast mir auch geholfen. Aber das hast Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen.
Ah, okay. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Okay, damit wissen wir, wo sie genau hin ist. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redanier hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. An wen war der Brief gerichtet? An niemanden. Der war so wie dieser hier. Wenn man ihm den Kerlen an der Querung zeigt, lassen sie einen durch. Der ist für mich. Warum sollte ich dir die Sache erschweren? Der Brief wird dir bei der Suche nach deinem Kind helfen. Okay. Ja, jetzt haben wir den Brief. Interessant. Gab da ja an der Brücke mehrere Möglichkeiten, auch so einen zu erhalten. Spannend. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Ja, also normalerweise hat natürlich die Suche nach Ciri die größere Dringlichkeit. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Und in der Logik dessen müsste eigentlich Geralt jetzt alles ablehnen und sofort nach Novigrad aufbrechen. Das machen wir aber nicht. Darüber habe ich auch schon mehrfach gesprochen. Warum, wieso, weshalb. Wir werden hier noch länger in Velen bleiben, noch viele Gegenden erkunden, bevor wir nach Novigrad aufbrechen. Und aus dem Grund werden wir ihm natürlich hier auch helfen. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Was ist denn das schon wieder für eine Geschichte? War das möglicherweise dieser Gefangene, von dem irgendwie im Keller immer mal die Rede war? Da hatten wir irgendwie sowas mitbekommen. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Natürlich. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten.
Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten, und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Okay. Urkomisch. Wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Ja, wir werden uns bemühen. Und die brechen jetzt auf nach Niederwirr. Okay. Interessant. Wir haben offenbar so lange jetzt gesprochen über die Angelegenheiten, dass wieder Tag geworden ist. Wir gucken mal. Ja, 6 Uhr in der Früh ist es. Dennoch werden wir kurz mal hier unsere Sachen ein bisschen sortieren. Es ist ja wirklich einiges geschehen. Wir werden dazu mal in Ciris Zimmer gehen, werden angucken, was wir im Inventar haben. Und ich denke, wir werden auch unsere Fertigkeitspunkte dann nochmal vergeben. All das, was wir sonst eigentlich immer abends machen. So viel Zeit muss sein. Okay, wir gucken mal kurz hier bei den Waffen vorbei und wir sehen, wir haben Langschwert, das ist besser. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal geprüft, ne? Genau, hier ist, glaube ich, nichts Relevantes dazugekommen. Okay. Bei den Rüstungen auch nichts. Ne, da können wir einiges verkaufen. Was natürlich möglich ist, dass wir jetzt mit Stufe 11 neue Dinge herstellen oder kaufen können. So, deswegen interessiere ich mich aber nochmal. Wir haben irgendwie auch Rezepte bekommen. Auch das will ich mir nochmal anschauen. Allerdings hier nur bei den Ölen. Drakonidenöl ist dazugekommen. Ah ja, Angriffskraft gegen Drakoniden. Das haben wir schon länger vermisst. Mutterkornsamen benötigen wir dafür. Haben wir aber nicht. So. Noch was? Ja, überlegenes Hybridenöl. Da fehlt uns allerdings einiges. Unter anderem das verbesserte Hybridenöl. Das brauchen wir vorher auch. Gut, also das ist jetzt nicht ganz so relevant. Dann gucken wir mal. Ein neues Silberschwert. Ein Schema, und zwar Torherne, Level 23. Aber, wir sind ja jetzt auf Level 11 und das bedeutet, dass wir die Greifensachen herstellen können. Unter anderem das Greifensilberschwert. Oh ja, das ist jetzt dran, definitiv. Bei den Stahlwaffen ist das überlegene Bärenstahlschwert dazugekommen. Und hier, glaube ich, haben wir das Greifenstahlschwert noch nicht. Bei den Stiefeln, Axtkämpferstiefeln, aber eben auch die Greifenstiefeln, die wir auch herstellen können. Okay, alles klar. Das heißt, wir können im Prinzip die Greifenausrüstung jetzt nutzen. Na, großartig. Sehr schön.
So, bei den Büchern, das ist nochmal eine eigene Geschichte. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Charakter. Und hier ist es so, dass wir Sonne und Sterne rausnehmen werden. Und wir haben drei Punkte, die werde ich voll investieren in den schweren Angriff. Das wird Zeit, dass wir auch den steigern. Nutzen wir ja doch relativ häufig. Nummer 1, also es bringt einfach mehr Schaden, 10, 20, 30% und mehr Adrenalin-Punkte gewinnen. 2 und 3 und das locken wir dann da drüben ein. Und hier sieht man dann schön, wie wir es dann auch machen werden. Wir werden dann, wenn wir das hier unten freigeschaltet haben, mit welchem Level passiert das? Level 16 werden wir dann rotes Mutagen dort platzieren und dann die roten Sachen darunter nehmen. Denke ich mal. Hier haben wir, was haben wir eigentlich? Hier ist das ein mittleres und hier haben wir ein großes schon, ne? Genau. Ach, das ist noch ein kleines grünes Mutagen. Ernsthaft? Ich hätte schon gedacht, dass wir schon mittlere nutzen können. Ja, das habe ich, oder das normale, das habe ich hier gar nicht installiert. Okay. Pass mal auf, aber wir haben hier drei kleine, müssten wir eigentlich schon ein zweites normales machen können. Das werden wir nochmal angehen, kurz. Vielleicht reicht es ja auch schon. Handwerk, Zutaten, grünes Mutagen. So, und das große grüne Mutagen, dazu brauchen wir drei normale. Und die haben wir halt noch nicht. Aber immerhin, wir können uns dennoch hier verbessern, indem wir das kleine rausnehmen und ein mittleres da reinpacken. Genau, und das gibt uns 150 mehr Vitalität insgesamt. Das ist auch nochmal eine schöne Verbesserung, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ja, sehr schön. Okay, also dann ist... Ups, vor Freude hüpft Geralt. Dann ist das nächste Ziel der Schmied. Und da werde ich es wieder so handhaben wie beim letzten Mal. Ich kann den Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Bitte entschuldigt das. Ich werde mal in Ruhe off-cam verkaufen und dann euch dazuschalten, wenn es zur Greifenrüstung und Ausrüstung geht. Aber da ist immer so ein bisschen hin und her, ziemlich viel Gegucke und sowas alles. Wir sehen uns also gleich wieder. So, Geralt hat sich hier schon mal seiner Nilfgaarder-Rüstung entledigt, in freudiger Erwartung der Greifenrüstung, die wir jetzt hier uns hoffentlich gleich von Fergus herstellen lassen können. Kann ich helfen? Wenn unsere guten Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst verhungert. Ja, warte mal, wir gehen erstmal hier rein. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Genau. Ich habe schon mal ohne euch den ganzen Krempel verkauft und werde auch noch die Nilfgaarder-Rüstung verkaufen. Die werden wir nicht aufbewahren. Aber er hat kein Geld mehr. Das ist aber nicht so schlimm, weil er jetzt für uns herstellen soll. Um alles herzustellen, müssen wir, ich habe schon mal das überprüft, brauchen wir noch eine Geschichte. Beziehungsweise ich kann euch das auch direkt mal zeigen. Wir gehen mal auf Handwerk. Für die Greifenhandschuhe benötigen wir pulverisiertes Monstergewebe. Davon haben wir nur 3 und wir benötigen 4. Ich hätte jetzt beinahe aufgegeben, weil das können wir bei ihm nicht kaufen. Aber mir ist noch eingefallen, wir können ja Dinge zerlegen. Und dafür, und das ist eigentlich nicht besonders komfortabel gemacht, bin ich jetzt hier mal alle sonstigen Dinge durchgegangen, die man ja auch zerlegen kann, und habe Folgendes gefunden. Wenn wir hier ganz unten Greifenfedern zerlegen, bekommen wir pulverisiertes Monstergewebe. Das ist doch cool. Das machen wir. Nicht alle 4, sondern einmal. Das genügt ja völlig. Und damit müssen wir alles haben, um die Greifenhandschuhe herzustellen. Das kostet uns dann auch 93. Wir gucken mal allgemein. Okay, also das bringt Rüstung, Zeichenintensität, Elementarresistenz und ein bisschen Schadensresistenz gegen Monster, gegen Aufschlitzen und gegen Durchbohren. Nummer 1. Dann kommen wir zur Hose. Da haben wir alle Sachen, wie wir sehen. Noch könnte natürlich sein, dass wir jetzt so viel verbrauchen. Also jetzt haben wir sie, aber für die nächste Sache könnte es sein, dass wir jetzt Dinge
verbraucht haben. Ja, gucken wir mal. Tatsächlich, jetzt fehlen hier Zutaten. Und zwar ein Hemd für den Oberkörper. Warte mal, kann es sein, dass wir dafür die Nilfgaard-Rüstung wieder anziehen müssen? Dass er aus der Nilfgaard-Rüstung die Greifenrüstung machen kann? Das könnte sein. Das werde ich gleich mal probieren. Die Stiefel, da haben wir allerdings alles. Das ist aber auch letzten Lederstücke, die wir dafür hergeben. Gut, pass mal auf. Das prüfe ich gleich mal, ob dem so ist. Wir sagen nochmal, leb wohl. Leb wohl. Und ist jetzt nur eine Theorie, weil ich meine, vorhin wurde mir angezeigt, dass ich alles habe. Ich ziehe das mal wieder an und wir können eigentlich die anderen Sachen der Greifenrüstung auch schon anlegen. Ne? Also einmal das und die Hose. Sehr schön. Und jetzt wollen wir doch noch das Oberteil herstellen. Fergus, ich bin's nochmal. Wie kann ich helfen? Nicht die Männer des Barons haben das Dorf niedergebrannt. Ich brauche eine Rüstung. Es war die wilde Jagd. Wir könnten das Ganze auch kaufen, aber vielleicht geht's auch anders. Nee, tatsächlich, uns fehlt irgendwie ein Hemd. Komisch, dass ich das vorher hatte, aber vielleicht habe ich auch falsch geguckt. Na gut, dann kaufen wir das, kein Problem. Und dann stellen wir auch das noch her. Dazu brauchen wir im Übrigen eine Meteoriten-Silberplatte, die wir Gott sei Dank haben, und Monsteraugen. Ja, bin ich hier auch auf der Greifenrüstung? Jawohl. Okay, das wäre das Letzte. Dann verkaufen wir das, was wir nicht benötigen, nämlich die Nilfgaarder Rüstung. Nee, das wollte ich nicht reparieren, ich wollte es verkaufen. Aber Stichwort reparieren, wir können hier mal die Schwerter reparieren. Das ist, glaube ich, ganz okay. Und nicht zerlegen, sondern verkaufen. Wobei ich natürlich jetzt nicht hier die Greifenrüstung verkaufen darf, sondern das hier natürlich. Okay. Sie haben so keinen am Leben gelassen. Das reicht. Leb wohl. Ich will nichts mehr hören. Und das ist jetzt schon ein großer Moment. Damit haben wir die Greifenrüstung und das sollte uns echt... Ich hätte mal auf den Gesamtwert der Rüstung schauen sollen. Aber das hat uns, glaube ich, jetzt ziemlich nach vorne gebracht. So. Aha. Hexerrüstung 0 von 6. Gegenstände müssen auf Großmeisterstufe verbessert werden, um Boni freizuschalten. Ah, alles klar. Das heißt, die Boni, die uns da unten angezeigt werden, die gelten noch nicht. Aber allein auch die normalen Boni, die sind sehr, sehr gut, denke ich mal. So, und wir haben bisher nur so eine kleinen Glyphen. Da frage ich mich, ob wir nicht... Ah, okay, wir haben hier eine große Quenn-Zeichenintensität. Das ist schon mal ganz gut. Oder A-Zeichenintensität. Art nutzen wir relativ wenig. Igniglyphe. Wisst ihr was? Ich mach mal die Quenn-Glyphe da rein. Das gefällt mir. So, okay, eigentlich müssten wir noch diese Nilfgaarder Rüstung verkaufen, aber das können wir auch später machen. Wobei 6 Kilo ist relativ viel. Aber wir werden vermutlich in dem einen oder anderen Dorf gleich nochmal anhalten, um noch das Schwert herstellen zu lassen. Insofern können wir das dann auch dort verkaufen. Kein Problem. Okay, schöne neue Rüstung. Ich kann nicht mehr. Und insofern werden wir uns, glaube ich, auf den Weg machen. Wo ist euch? Irgendeine Krankheit sucht mich heim. Unschuldig, ich schwör's. Dann war es wohl Prophet Majoran, der die Kaufleute... So, Stichwort auf den Weg machen. Wir müssen überhaupt mal gucken, was jetzt hier am nächsten liegt. Rückkehr in den Buckelsumpf ist schon irgendwie jetzt ein naheliegender Teil. Wie bekannt sein dürfte, hätte der selbsternannte Baron von Velen Geralt gebeten, hatte, seine vermisste Familie zu finden. Ein Mann, ein Wort, Geralt fand sie. Tamara, die Tochter des Barons, entdeckte er in Ochsenfurt, wo sie sich den Hexenjägern angeschlossen hat. Okay, Spoiler. Verdammt. Anna, die Frau des Barons, war in der Folge eines Handels von den Mumen entführt und zur Sklavin gemacht worden. Als der Baron davon erfuhr, schwor er, Anna mit der Hilfe des Hexers oder ohne sie zu befreien und brach zu dem Ort im Sumpf auf, an dem Geralt seine Frau gesehen hatte. Okay, und das ist einfach, passt jetzt zu sehr in die Geschichte
Deswegen würde ich das schon gerne jetzt als nächstes erledigen. Gut. Andere Sachen führen uns auch noch in den Sumpf, aber ich glaube, das sollten wir jetzt tun. Und ich sage jetzt mal gleich, das werden wir vermutlich nicht mehr in diesem Video erleben. Was ich jetzt noch tun werde, ich werde nach Lindenthal reiten, um... ich dachte, dort wäre ein Schwertschmied, aber hier steht... das wissen wir gar nicht. Ich glaube, da ist ein Schwertschmied, ne? Also, ich würde gerne dort das Schwert noch herstellen, das Greifenschwert. Das ist vermutlich dann die letzte Aktion in dieser Folge. Wen das jetzt nicht interessiert, den kann ich beruhigt schon mal ans Herz legen oder sagen... Abschalten ist möglich. Storytechnisch wird wahrscheinlich nichts passieren. Nicht die Männer des Barons haben das Dorf niedergebrannt. Es war die wilde Jagd. Sie haben keinen am Leben gelassen. Und wenn's nicht stimmt, es lohnt nicht, sich damit zu beschäftigen. Du da, Weißer. Du hast gestern wohl auch etwas zu tun. Womit hab ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Der Geist kam nachts in ihre Hütte gekrochen, ohne ein Geräusch. Sie war schwanger. Aber das hat ihn nicht interessiert. Interessant an der Greifenrüstung, das war bei der Nilfgaard-Rüstung nicht so, dass da hinten jetzt sein Hemd irgendwie so unordentlich rausguckt. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Du bist ja scheintot. Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden. Vielleicht hat mich jetzt jemand. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Da muss ich jetzt immer hingucken. Sie sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Okay, den Weg kennen wir. Haben wir eigentlich in letzter Zeit großartig Tränke verbraucht, frage ich mich gerade. Also ist eine Meditation nötig? Sehe ich im Moment gar nicht. Ich glaube, zuletzt ist nicht viel passiert. Insofern können wir dann eigentlich auch direkt zum Baron stoßen. Ha, da bin ich wirklich gespannt, ob wir die Mumen tatsächlich konfrontieren können. Und ein bisschen Unterstützung dabei zu haben, finde ich auch persönlich gar nicht so schlecht. Das kann sogar Geralt helfen. Aber so richtig glaube ich noch nicht dran, dass das auf so eine konventionelle Art und Weise geht. Aber verdient hätten sie es, sicher. Dass da mal mit einer kleinen Armee im Sumpf aufgeräumt wird. Wobei Geralt ja ausdrücklich davor gewarnt hat, das auf diese Art und Weise zu machen. Umso spannender ist das, was jetzt passieren wird. Und ich kann es irgendwie auch verstehen. So, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, es ist ein Schwertschmied. Frost. Zuerst kamen die Armeen, dann die Pocken, jetzt der Hunger. Der Sensenmann muss großen Spaß haben. Ja, es ist ein Waffenschmied, hervorragend. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Na dann. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Genau, und zwar ein... Silberschwert? Nein, ein Stahlschwert. Nee, warte mal, war es nicht ein Silberschwert? Kann es sein, dass er irgendwie... dass er nicht die entsprechende Stufe hat? Ach Mensch, das ist natürlich jetzt doof und ärgerlich. Ich guck noch mal rein. Bis dann. Guck bei uns nochmal rein in die Rezepte. Ja, ja, das ist Greifensilberschwert. Anforderung des Handwerkers, Waffenschmied, Geselle. Tja, uns fehlen im Übrigen Lederstücke und Silberbahn. Silberbahn ist kein Problem, Lederstücke können wir sicher auch irgendwo zerlegen lassen. Das ist jetzt ärgerlich. Okay, ich habe natürlich jetzt überhaupt nicht mehr im Blick,
ob wir schon einen besseren getroffen haben. Verlässliche Waffen aller. Ich guck noch mal bei ihm rein. Ich möchte, dass du etwas für mich. Ich meine, er hat uns erzählt, in Novigrad gibt es irgendjemand, der Sachen machen kann. Er ist halt ein Waffenschmied-Anfänger. Ja, und das ist das Problem. wir können immerhin hier ihm das noch verkaufen für 30. Aber das war's dann auch, was wir leider hier tun können. Ja, schade drum. Bis dann. Dann müssen wir die Augen offen halten. Ich werde, wenn wir in die Nähe kommen von den Dörfern, die wir schon kennen, wo wir Schmiede getroffen haben, auf jeden Fall nochmal prüfen, ob da jemand dabei ist, der das hier anfertigen kann. Kochst du die Klettensuppe? Unser Ziel ist jetzt erst einmal Niederwürr, wo wir mit dem Baron uns zusammentun werden und dann den Sumpf stürmen werden. Ich hoffe, er hat so mindestens 50 Männer mit dabei. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.